Herzliches Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Booster Streckenpass Deluxe. Und heute nehmen wir, nehmen wir Rosa Goldbitch. Die nehme ich nicht häufig und das aus gutem Grund. Aber heute, sage ich mal, würde sie gut in den Part passen. Es ist die Frage, was noch dazu passt. Das nimmt halt die Farbe an, ist jetzt aber kein spezielles Peach Bike. Komm, wir nehmen die Kirmes Droschke mit Rallye-Reifen und diesem schönen Sonnenschirm. Denn heute geht es in den Moon Cup. Ja, der Fels Cup im letzten Part hatte schon gute Strecken. Und ich bin auch nicht abgeneigt zu sagen, dass die dritte Welle hier wahrscheinlich auch die bisher beste ist, die in Mario Kart 8 Deluxe hinzugekommen ist. Die erste Strecke ist wieder meine City-Strecke und diesmal Berlin tatsächlich. Berlin kommt ins Mario Kart-Universum. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie sie diese Strecke umgesetzt haben, weil, sagen wir mal so, in Mario Kart Tour war es jetzt, glaube ich, nicht die beste. Kann man da auch? Ja, okay, man wird auch nicht langsamer. War es jetzt nicht die beste Tourstrecke? Der Item wird geklaut, aber was soll man machen? Aber in Mario Kart 8 kann man da auf jeden Fall noch viel mehr rausholen. Wir fahren auf jeden Fall Fahrzeuge. War das in Mario Kart auch so? Ich habe die Strecke echt häufig gespielt. Auf dem Smartphone oder im Fall auf dem iPad. Aber an die Fahrzeuge kann ich mich jetzt echt nicht erinnern, wenn ich ehrlich bin. Auch nicht an diesen kleinen Streckenverlauf. Also an den kann ich mich gar nicht erinnern. Und das ist der erste Stachel. Im letzten Part hatten wir gar keinen, natürlich. Müssen die jetzt aufholen, was? Digga, okay, danke. Dann dieser Untergrund, hä? Das ist alles neu für mich. Das kenne ich so gar nicht. Und ich habe echt einige Runden Berlin Bywares gespielt. Okay, jetzt fahren wir auch schon da ein Stück zurück, entgegengesetzt. Und jetzt die ganze Strecke entgegengesetzt, oder wie? Nee. Das ist wieder der normale Streckenverlauf. Hä? Wie haben die denn das gemacht? Das ist jetzt... Den Streckenverlauf kenne ich jetzt. Das ist da, oder bin ich die ganzen... Bin ich die ersten zwei Strecken zurück, in die falsche Richtung gefahren? Habe ich es deshalb nicht gecheckt? Weil den Verlauf kenne ich jetzt, war klar. Hey, das wäre ja mal weird geil. Die haben es einfach komplett umgedreht. Also den Verlauf kenne ich. Okay. Die letzte Runde ist halt... Das ist jetzt tatsächlich echt weird. Das ist der Standardverlauf und die ersten zwei sind echt special gewesen. Die haben das Konzept genommen und einfach invertiert. Okay, habe ich auch noch nicht so gesehen. Muss ich sagen, finde ich irgendwo geil. Aber irgendwo macht es jetzt die letzte Strecke auch mehr basic, als es die ersten zwei sind, leider. Aber bin komplett clean damit. Ist eine nice Strecke auf jeden Fall. So. Peach Schlossgarten vom Nintendo DS. Und ihr seht schon, die haben da ordentlich was verändert. Man kann die Strecke natürlich mit dem DS vergleichen oder auch mit der Wii-Version. Die gab es nämlich auch. Man kann hier nicht rechts... Ich sehe es auf der Karte schon, da ist ein Zaun. Wieso kann ich hier nicht mal rechts fahren? Und der Kettenhund ist hier weg. Hier, das Gras gibt es natürlich noch in die Kurven. Aber wieso hier dieser Kreis geschlossen wurde? Und hier ist, glaube ich, die Kurve auch viel breiter gemacht worden. Hier sieht man endlich mal was. Ansonsten waren das ja richtig hohe Buschen.
Und da ist überhaupt kein Gras mehr. Und das ist auch komplett abgeändert worden. Und hier das Ende auch ein bisschen. Echt mehr basic geworden auf einmal. Die haben echt viel verändert. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der Kettenhund ist da tatsächlich noch, aber der spielt leider überhaupt kein Hindernis mehr. Das ist halt die einzige Kurve noch. Da nach links, das sehe ich schon. Geht's nachher. Wo halt die Kurve noch ordentlich ausgefahren werden muss. Aber allein hier, da ist so viel Platz, wo einfach nichts ist. Wieso hat man da so viel Freiraum gegeben? Die Kettenhunde tragen auch keine Items mehr bei sich. Und schaut euch hier diese, das hier an. Da ist so viel Space. Aber das ist schon, also optisch muss ich sagen, ist sie ganz nice. Gefällt sie mir auf jeden Fall. Und auch hier ein oder zwei Rampen hätten hier noch auf jeden Fall noch gut getan. Also man merkt ja schon. Jetzt kommen die drüber oder was? Wird. So, jetzt geht's nach links. Ich hab nämlich schon gehört. Beziehungsweise auf Twitter gelesen, das kam vom offiziellen Nintendo-Account, dass man die letzte Runde verkehrt fährt. Jetzt auch, ist jetzt auch wieder eine Rampe. Ah, die war vorher auch schon hier, ne? Okay. Also, die spawnt nicht so wie die eine in. Wer heißt die? In der Kalimari-Wüste. Finde ich cool. Jetzt kann man hier fliegen, okay. Ah, jetzt sieht man hier Luigi. Ach komm, leck mich doch. Aber ich habe einen großen Vorsprung. Ja, du mich auch. Ja, was kann man dazu sagen? Finde ich cool, dass man die letzte Runde auch nochmal rückwärts fährt. Das gibt immerhin nochmal einen cooleren Vibe. Ansonsten, sie ist ganz solide. Hat ein paar Abstriche gemacht, ein paar Sachen sind vor allem optisch schöner gemacht worden, aber mehr auch nicht. Ja, ich habe im letzten Part vielleicht angekündigt, dass die sich betteln würde grafisch mit dem Gebirgspfad. Würde ich jetzt nicht mehr sagen, die ist eindeutig hübscher, würde ich meinen. Und jetzt kommen wir zu zwei Banger-Strecken. Zuerst einmal die Bergbescherung. Gab es auch schon eine Tour, allerdings habe ich sie nie gespielt tatsächlich. Sie kam zu einer Season raus, wahrscheinlich vor einem Jahr circa, als ich Mario Kart Tour nicht wirklich gespielt habe. Und deshalb ist jetzt auch etwas blind für mich, beziehungsweise bis auf die Trailer kenne ich halt auch fast nichts hier. Und ich habe so Bock, es passt auch so ins Feeling momentan rein. Oh, dieser Weihnachtsschlitten da, okay, das habe ich jetzt verkackt hier. Aber ey, schau doch mal diese Berge an, wie geil die aussieht, wie optisch schön diese Map ist. Vergleich das jetzt mal mit dem Gebirgspfad. Das sind echt unterschiedliche Level. Anti-Gravity. Hier haben wir diese, ich weiß nicht, was das Halfpipes. Ich glaube, das sind Halfpipes. Hier diese Drehscheiben. So ähnlich wie eine Skipiste fährt man da runter. Das ist auf jeden Fall schon eine geile Map. Bin gespannt, ob der jetzt auch noch so ein Special hat in der letzten Runde. Würde jetzt mal nicht davon ausgehen, wieso bist du schneller als ich. Bitte nicht runterfahren, das sind auch rechts Gondeln. Du HS. Achso. Euch habe ich nicht getroffen, okay. Mann, nein, weg mit euch. Aber ich frage mich, wieso man darauf sollte, sich die Doppel-Items necken, wenn man hier einfach. Mann, hier in der Mitte sind keine Drehwirbel. Wenn man hier einfach in der Mitte die Items mitnehmen kann. Frage ich mich ein bisschen. Und der Boden. Können wir mal kurz reden, wie geil dieser Boden hier ausschaut. So, jetzt fahre ich hier nochmal hoch, weil mir der Berg etwas besser gefallen hat. Also echt, was?
Bergmaps angeht. Angehen, das hat Nintendo einfach drauf. Digga, es kann nicht sein, dass ich jetzt hier so weit nach hinten falle. Was soll ich denn mit der Hupe? Digga, das ist dein Tod. Verpiss dich. Gib mir die Items. Und bitte den Sieg. Dreh wird nicht mitgenommen. Frag mich auch ein bisschen ab, dass die nur außen sind. Aber was wir machen. Und hier dieses Dorf. Schaut es euch an. Also wenn das mal nicht Weihnachtsfieber gibt. Sieht echt cool aus. Sieht echt geil aus. Das könnte meine Lieblingsmap aus dieser Welle werden. Aber es kommt ja noch eine Map. Selbstverständlich die Regenbogen-Boulevard vom 3DS. Die, ich glaube, objektive und auch meist subjektiv wahrgenommene beste Regenbogenstrecke im Mario Kart-Universum. Und schaut euch mal diese Optik auch wieder an. Dieser Regenbogen. Ist mal nicht so ein Pixelbrei, wie es die anderen im Normalfall sind. Sondern jetzt einfach mal so was Schimmerndes. Ist doch auch geil, oder? Und einfach diese Strecke jetzt in HD zu fahren. Das macht so Bock. Und achtet mal auf die Hintergründe. Es sind nämlich, glaube ich, wieder Toads am Start. Die tatsächlich auch wieder diesen Weltraumanzug tragen. Wie beispielsweise auf dieser einen Weltraum-Map. Im Schlachtmodus. Sind wir, glaube ich, auch vorhanden. Das Einzige, was jetzt nicht so schön ist, sind die Planeten, finde ich. Die sind ein bisschen low-poly. Low-Graphics. Aber also der Planet sieht geil aus, muss ich sagen. Ist natürlich eine Etappenstrecke, ne? Aber das wisst ihr alle. Ihr alle kennt ja wohl die geilste Regenbogenstrecke überhaupt. Und das sieht so gut aus. Ja, genau. Ihr mich auch. Ja, komm, bitte nicht, danke. Ey, ich mag das Design vom Regenbogen. Weil normalerweise hat man immer diese Pixel, diese Vierecke. Und das hier passt jetzt endlich mal. Ist endlich mal was Neues. Und sie haben fast nichts verändert. Braucht man auch nicht bei einer Map, die so perfekt ist. Das gibt auch Feeling. Richtig geiles Feeling. Bitte nicht runterfallen. Scheiß drauf. Ey Leute, die Map ist geil. Für die 3 Sterne fahre ich den Cup sehr, sehr gerne noch einmal. Und Leute, es ist noch nicht vorbei. Der 150er, den haben wir abgeschlossen, der Spiegel und der 200er kommt noch um 200. Das wird wieder geil. Ich bedanke fürs Zuschauen. Echt geile Maps dabei. Echt eine richtig gute Welle. Auch der Face Cup hat gute Strecken. Dann bedanke ich mich für... Ich verspreche mich immer am Ende. What the fuck? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sehe euch hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.